Wir sehen die Mädels hinter dieser verspiegelten Wand nicht, sie jedoch sehen uns und müssen einschätzen bei den folgenden Fragen, wie wir einkategorisiert werden. Geht ab, Leute! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schiebt aber mal ganz anders, denn wir haben uns was ganz Spezielles überlegt. Ihr seht schon, das Kollegium hat sich hinter mir aufgestellt. Heute gibt es ein etwas oberflächlicheres Format, denn wir haben vier attraktive Damen einfliegen lassen. Es war tatsächlich eine große Herausforderung, vier Models zu finden, die uns nicht kennen und uns vor allem noch nicht kennengelernt haben. Ja, Marc Eggers. Ja, Marc. Sehr schwer, Marc. Danke, Bo. Nein, vielen Dank. Leute, jetzt geht's los. Aber die erste Frage ist, wer hat den besten Style? Oh, okay. So, was aber ich finde, Nummer 3 bleibt auf der 3. Schon auf die 2? Ja. Und dann kommen wir auf die 4. 3 bleibt auf der 3? Oh, komm, die 7. Ja. Nico auf die 4. Ja, Nico auf die 4 und dann noch. Ja, die 6. Die Skinny Jeans müssen nicht mehr. Wir fangen einfach an zu reden und dann gucken wir, wer die Beste. Okay, wir sind soweit. Okay. Die Mädels werden euch jetzt eine Reihenfolge vorgeben. Die werden euch jetzt sagen, wer auf welchem Platz. Nummer 7 auf die 1. Oh, God damn it, boys. Ah, es hat was mit der Optik zu tun. Ach nee, eins ist was Gutes. Eins ist was Gutes. Scheiße, Digga, ist doch nicht Optik. Eins auf die 2. Oh, Sascha, man. 2 auf die 7. Boah, Digga, ich hab richtig verkackt, Digga. Die erste Runde geht direkt los mit Marc ist das Schlechteste in irgendwas, ne? Es hat damit zu tun, glaube ich, wer am wenigsten Geschlechtspartner hat. Die 4 auf die 6. Und die 6 auf die 4. Oh, okay. 3 bleibt. Und 5 auch? Ja. Okay, Digga, was zum Teufel geht jetzt ab? Ey, warte mal. Nein, es hat was mit Gaming zu tun. Hey. Nein, glaube ich nicht, Bro. So, die sehen direkt, wer so ein Gaming-Nerd ist. Guck mal, wir beide... Bro, ich glaube, du bist eine scheiß Situation gerade schön reden. Wenn Ron und ganz hinten sind, dann wird's ja nichts mit Optik Digga, sein. Digga, als ob man Amar direkt als Gamer interpretiert. Bro, der hat eine Red Bull Cap auf. Mann. Ja, und? Ja, das der könnte Sportler sein. Ich könnte Athlet sein. Also, ja, okay, so. Könnte, ja. Wenn es das nicht so ist. Ist es Steuerhinterziehung? Es kann nicht aussehen. Also, wir, ganz kurz, Marc ist ein wunderschöner Mann. Ja, ja. Es macht keinen Sinn, dass Bro, er aussehen. Nein, aussehen ist es nicht. Aussehen, das aussehen ist es nicht. Nein, aussehen ist es nicht. Nein. Bro, ich habe mich einmal rausgeputzt. Ihr denkt auf einmal, ich bin neuer Mann. Hey, denk mal kurz um. Denk kurz um. Ich verstehe es nicht. Also, Amar und Sascha sind ja optisch sehr unterschiedlich. Ne? Ja. Das heißt also, es kann nichts Optisches ja, sein. Ja, es kann nichts Optisches sein. Ganz kurz eine kleine Änderung. 5 und 4 bitte einmal ändern. Okay. Nee, es ist doch nicht noch die Haarlänge. Ein bisschen schlechter geworden. Es ist nicht die Haarlänge. Aber ich dachte ganz kurz. Ja, aber das wäre richtig. Ja, aber dann bist du ja nicht mit ja, deinem ja, Pferd. Das ist mir dann auch aufgefallen. Es war was, wo wir uns tatsächlich wahrscheinlich ähnlich sind ja. Oder nah dran sind. Und deswegen mussten wir noch mal, weil die haben kurz nachgedacht. Dummheit. Es könnte sein, Jungs, wer hat am wenigsten Geschlechtspartner? Ja. Und dann, du bist halt, du hast am meisten, du bist auf der 7. Ja, aber dann müsste Amar ja auf die 9 oder 10. Ey, aber ey, er hat recht. Er hat wirklich recht. Das ist so. Ja, aber ja, okay, das aber könnte es sein, ja. Ich glaube, ich würde auch das sagen. Das ist mein sagen. Guess. Ja, ja, ich gehe mit, ich gehe mit. Ey, loggen mit, wir ein, loggen wir ein? Nein. Wer hat die wenigsten Frauen? Amar, seid ihr wahnsinnig? Ja. Ich würde es nicht einloggen, aber okay. Ist so verloren, wahrscheinlich geht es um Ohrläppchen. Keiner würde Amar, ey, Bro, so ein charmant Typ, Digga. Ja. Okay, die Antwort ist gesagt. Die Kategorie war Style. Oh, Mann! Oh. Hey, sorry. Hey, warte mal. Hey, das Skinny Bro, Skinny Bracker. Hör auf, Digga. Ihr seid solche Hunde. Ey, das ist wirklich schon mittlerweile Mobbing, was mit meinem Style passiert. Guck mal, und das ist halt das Ding. Alle haben gesagt, oh, Marc, cooles Outfit. Bro, ich hab das doch gesagt. Ey, aber ganz kurz, Style ist Sascha Platz 1, also ja, ganz ja. ehrlich. Ja, Sascha Platz 1. Sascha ist auf 1. Marc auf 7, ehrlich, braucht man nicht drüber sprechen. Digga, es ist so bodenlos. Wie er sich nochmal ausgeputzt hat. Ich war gerade so, ich will die voll gern kennenlernen, ab jetzt nach dem Dreh bin ich direkt zu Hause. Auch Ron, super chillig aus, gute Brille, alles toll. Ey, Marc, ich schick dir eine Hose. Dann, Bro, alle haben gesagt, Marc, du bist auch ein Model. Ich sag dir ehrlich, so, ich glaube, es ist ein bisschen abgesprochen wegen Ola Kala, ein bisschen Product Placement und so, weißt du, Digga? Der ist am reichsten. Wir haben die meisten Follower. Er ist auf die 30, der genau vor mir steht. Also, dieser Sascha, der ist halt über viel Abonnenten. Also, ich würde sagen, kennt ihn. Nico und Revi kommen auf jeden Fall nach vorne. Also, Ron schätze ich auch recht hoch. Also, die 5 kommt auf die 1. Oh, oh, Nico. Nico. Oh, ich bin's. God damn it, boys. Nummer 4 auf die 2. Marc auf die 3. Marc, da ist der Name bekannt. Naja. Es geht um Verbrechen. Nummer 1 auf die 7. Ich hab's gesagt vorher, Ladies, ey. Oh mein Gott, es geht wirklich um irgendwas, ne? Es geht um Verbrechen. Es ist nicht mehr das Aussehen. Also, Sascha kommt auf die 4.
Und Tim auf die 5. Ron bleibt. Ja. Okay, Leute, wenn ich in was der Erste bin, heißt es, ich bin in irgendeiner Kategorie vorne mit dabei. Das muss was sein, was nicht positiv ist. Es kann nicht der Haaransatz sein. Also, ey, guck mal, wenn ich ehrlich bin, ich finde, dass das so, du verwirrst mich, aber wenn es um die Optik gehen würde, wärst du safe meine Nummer 1. Krass. Hey, nein, also optisch wärst du ja allgemein. Ich will nichts sagen, ich finde Nico von uns falsch. Wirklich am schönsten. Das ist falsch. Das ist falsch. Bro, egal, Digga, ich finde dich hübsch. Hey, habt ihr von der anderen Seite gerade irgendwas gehört? Ich glaube, du hast recht. Wir loggen ein. Ich glaube, es geht nämlich, wer ist am witzigsten? Real Talk. Am witzigsten? Ja. Ja, warum stehst du da noch hier? Ja, deswegen bin ich ja auf der 7. Ja, aber stimmt. Du musst dann auf die 9. Wenn es am witzigsten wäre, wäre ich auf 7. Ja, nee, du hast also, deine Momente. Also, Selbstreflexion muss sein. Oh, also, ne? Wenn es um Sinn geht, lachen man bei dir am meisten. Ja. Die Herangehensweise, was du gerade gesagt hast, mit wer, ist so, wer könnte am witzigsten sein. Ja, so Charaktereigenschaft. Vielleicht was in die Richtung. Weil Lazo ist schon sehr witzig. Lazo ist extrem witzig. Sebastian auch. Marc ist auch sehr witzig. Marc ist sehr witzig. Du bist auch ziemlich okay. Witzig. Ron ist aber auch ziemlich witzig. Ja. Also Amar steht auf jeden Fall dann schon ich mal richtig. Ich stehe richtig. Wir müssen 5 und 6 tauschen. Wir müssen noch mal was ändern. Nummer 5 und 6 bitte tauschen. 5 und 6? Ich? Ja, okay, dann kann es echt sein, dass es... Okay. Ja. Wir loggen witzig ein. Sorry, Amar, ich denke nicht, dass ich witziger bin als Amar, aber... Nein, das passt schon. Reichtum. Reichtum? Oh mein Gott! What the Bruder, bitte nach ganz hinten. Amar, Bro, lass mal tauschen. Die dreifache Privatinsolvenz. Boys, Bro. Ist gut, da merken wir es. Ich kann jetzt nicht. Bro, ich fake it till you make it, man. Ja, fake it till you make it. Ja, Mann. Also daran merken wir, die kennen uns wirklich nicht. Die kennen uns for real. Die kennen uns nicht. Doch, doch. Mich kennen sie. Lass so auf die 1. Mich kennen sie. Wie heißt er? Tim. Finde ich stark. Also ja, der hat aber auf die 1. Also ich würde sagen, erstmal kurz. Das ist Lassen Wells. Ja. Also lange Haare. Okay. Mhm. Quatsch, Kappe ist Quatsch. Also ja, also Kappe 6 und 7. Dann also lassen wir die 7. Er bleibt auf der 5. 6. Ich finde blondierte Haare, die hat auch ein bisschen Quatsch, muss ich sagen. Und Marc? Aber ihn finde ich auch. Also so in der Nico. Ja, ich will jetzt sehr basic. Also die 7 bleibt auf der 7. Oh. Die 4 geht auf die 6. Shit. Ah, scheiße. Amar, wir sind wieder da. Die 5 bleibt auf der 5. Und dann geht Nummer 2 auf die 4. Boah. Und Tim geht auf die 2. Die 3 geht auf die 2. Okay. Jetzt ist Aussehen. Jetzt ein Geschlecht. Und jetzt die 3 geht auf die 1. Oh yeah. Boah. Okay, Tim ist number one. Aussehen kannst du es. Und Amar ist die letzte. Sportlichkeit vielleicht. Naja, ich würde fast so sagen, so, es geht irgendwas mit Intelligenz. Nein, Bro, ich sehe auch nicht aus wie die hellste Kerze auf der Torte. Nein, aber warte mal. Sorry. Warte mal, aber Ron hat gar nicht mal so unrecht, weil Amar sieht schon echt dämlich Bro. Aus. Dahinter sind 4 Frauen, die würden nicht tippen, dass ich schlau bin. Aber Sascha sieht so ein bisschen aus, als hättest du so wirklich die Schule so irgendwie geschmissen. Ich sehe doch nicht aus wie ein Schulabbrecher. Ey, Bro, wenn man dich nicht kennt mit deinem Aufzug heute, ich sag dir ehrlich. Frisur könnte sein. Meinst du, aber beste ich finde, Frisur? Dann wärst du weiter vorne. Bro, das kann man mit uns gar nicht ranken. Nee, aber ich finde, dann wäre Sebastian weiter vorne. Ja, hätte ich auch gedacht. Ja. Also ganz kurz, wenn wir von Frisur sprechen, Nico auf 3 ist schon gottlos. Also Nico, Bro, ich habe eine geisteskrank geile Frisur. Hey, nach vorne, ja. Oh mein sehr, Gott, sehr hart. Alter, also Digga. Ich bin immer noch dafür, Intelligenz zu Digga, wenn du auf der 5 bist, halt mal dein Maul. Ja, das geht sich nicht aus. Den willst du mitnehmen, aber den kriegst du nicht, Mann. Aber warum Amar da immer das Schlusslicht ist, ne? Ich bin ja voll alt. Es ist die Frisur. Es ist die Frisur. Ja. Wir loggen ein. Es war die Frisur. Boah! Krass, Tim! Richtig, Mann! Aber warum haben wir dann... Aber Gott, Camp, Bro. Camp, dumm. Ja, ja. Guck mal, die Frauen, die wissen einfach, was gut ist. Und die wissen einfach, dass meine Frisur, die kommt noch, Digga. Das ist eine geile Frisur. Jetzt noch eine Skinny Bracker, Digga. Du bist ganz weit oben, Alter. Wer ist dein Friseur, Alter? Ich habe meine Haare heute mit Let's Me gemacht, tatsächlich. Lazo hier, schick mich! Train like a Pro. Mit dem Fußball Addicts Pro Coach kann jeder Spieler individuell sein Training wählen. Egal ob Prävention, Athletik oder positionsspezifisches Training. Become a Pro. Erstellung deiner eigenen FIFA-Karte, um die Übersicht über deinen aktuellen Leistungsstand zu bekommen. Und wenn du trainieren gehst, dann siehst du sogar, wie sich deine Werte verbessern. Absolviere coole Fußball-Challenges und vergleiche dich mit deinen Freunden. Ja, das haben wir in der letzten Woche schon gesagt, gell? Also, jetzt hör doch mal kurz zu.
Ihr mit der Fußball-Addicts Pro-App könnt gerne weiter eure Individualtraining machen und so weiter und so fort. Ich persönlich, ja, als Trainer braucht die Fußball-Addicts Coach-App, damit wir das Ganze auf Next Level bringen. Helliger, hier drüben spielst du mal ab, gell? Alles Fußball-Addicts-Team, danke, dass ihr dabei wart. Und auch an alle Fußballer, angehende Fußballer oder Coaches da draußen, schaut da gerne vorbei. Der Link zur App ist unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Mitmachen und dann sehen wir uns vielleicht auch nächstes Mal. Irgendwo kann es nicht sein, dass wir die letzte Saison so abgeschissen sind, Jungs. Verdammt nochmal, du kannst nicht weiter. Thomas, hier drüben, spiel mal auf. Stärkste. Stark heißt, wer mich an ist. Muckis. Muckis. Oder? Ja. Der Stärkste, der Stecker. Okay. Können wir mal auf die Einzelheit. Also er auch ganz Meinst weit hin. Ja. Was machen wir mit Nico? Wir haben noch gar nicht über Nico gesprochen. Der ist auch sehr sportlich. Ja, aber es geht ja um so. Es geht ja nicht 6 um auf die 7. 6 auf die 7, 4 auf die 6. 6 sieht auch so lieb aus. Einfach. 6 auf die 7, 4 auf die 6 und 3 auf die 5. Okay. Ja. Okay. Ja, wir haben's. So, die 7 kann stehen bleiben. Die 6 auf die 7. Oh shit. Oh shit. Digga, das fällt von hinten. Die 4 auf die 6. Oh, ich bin jetzt auch. Ja, Nico, wir arbeiten uns leicht, ganz leicht die nach vorne. Die 3 auf die 5. Ja, und oh, shit. Hey, Nico, Digga. Die 2 auf die 4. Ah, ui. Ich auf glaub, die 3, Nummer 1. Ich nach hinten. Du auf die 1. Oha, Amar. Er ist zurück, er feiert Comeback. Ladies, ihr kriegt nachher Rosen. Okay. Oh, Bro, entweder bin ich die 1 oder die 7. Das ist doch Quatsch. Also, oh mein Gott, ich weiß es. Wer ist am ehesten der meiste Ausländer? Nein, kein Scheiß! Bro, kein Scheiß! Guck mal aus, wie du aussiehst! Guck mal, wie du aussiehst! Bro, ich seh aus wie ein Deutscher. Guck mal, du siehst nicht aus wie ein Deutscher. Hör mir zu. Sag doch, wie übel Deutsch aus und Amar übel nicht Deutsch. Also für mich ist Deutsch, wer sich deutsch fühlt. Geht um Sympathie. Ich mach das nicht nach der Optik fest. Ich glaube, dieses Ausländer-Ding ist gar nicht so abwegig. Ja, unsere Regie kommt doch nicht auf die Idee. Lass doch mal bitte fragen, ja, wer ist der größte Ausländer in der Gruppe? Aber es könnte schon sein. Ist das das Einzige, womit ihr mich vorne assoziiert, wenn ich gewinne? Das ist das Einzige, Jungs. Stopp! 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 Gerade Revi. Coco Beach! Coco Beach! Also, nehmen wir jetzt echt so eine Frage so, jo, wer ist am meisten Ausländer, oder was? Ja, nein! Ich sag, Coco Beach, Bro! Coco Beach! Coco Beach! Marc, hast du es vergessen? Coco Beach. Ich denke, es geht um die Frisur diesmal. Nee, so, ich bin ein bisschen rot. Ich war im Solarium, aber vielleicht bräune? Ja, nein, das ist eine dumme Frage. Bro, das ist eine dumme wer Frage. Ist am Braunsten? Das ist ja. Das ist, das ich hätte, ich hätte eine Frage an die Runde. Ist das schon wieder das Einzige, was vorne assoziiert? Jungs, wollen wir einen Tipp haben? Ja. Ja. Also bei der Kategorie geht es um eine körperliche Sache. Oh mein Gott, ich werde den Dick. Oh mein Gott. Bro, Coco Beach. Ordentlich sein. Körperliche Sache. Ordentlich körperliche sein. Sache. Körperliche Sache. Körperliche Sache. Ja, körperlich ist doch mit aufräumen. Nein. Was laberst du, Digga? Seid ihr dumm? So aushaltmäßig. Das ist sehr doof, was du sagst. Ja, okay. Es ist wirklich dumm. Wer ist der Muskulöseste? Weil wenn die uns nicht kennen, dann unter den Jacken und so, man könnte bei Amar wirklich denken, dass er so ein Brecher ist. Lass mich einmal gucken, um zu denken, ob er ein Brecher ist. Nein, Bro, ist er nicht. Kleiner Arena. Hey, stimmt, und Sascha ist ganz links. Ja. Das ist es. Ja. Wir haben es. Wer ist der Muskulöseste? Also es passt richtig, es ging um die Stärke. Oh, ja! Okay. Aber ey, der Typ ist 3 Meter groß. Digga, Marc auf der 4? 110 Kilo. Nein, das ist kurios, das ist ja Amar hat von Sebastian aufs Maul bekommen. Oh. Tim ist vor Marc. Ja, das ergibt wenig Sinn. Er sieht so schlapp aus. wo geht's nochmal zur Toilette, Bruder? Ich glaube, da müssen wir einmal da lang. Drei würde ich 100%. Aber die 7 auch. 2 kommt auf die 7. okay, aber die 7 ist auch. Wollen wir die 7 auf die 1 direkt schieben? Ja, das ja aber sich wir müssen erstmal von hinten. Aber nicht, ja, klar, wir fangen von hinten an, aber dann. Nein, wir machen die 2 auf die 7. Ja. Den Nico würde ich so lassen. Wir setzen die Nummer 2 auf die 7. Oh, ciao, Bro. Macht's gut. Die Nummer 4 auf die 6. Ich bin oft dicht an Ron dran. Ja, voll. Die 5 bleibt. Die 6 auf die 4. Die 1 auf die 3. Die 3 auf die 1. Okay. Schon wieder nebeneinander. Ron auf der 7. Was unterscheidet euch selbst? Habe ich mich gerade auch gefragt. Intelligenz. Ja, Mann, Intelligenz. 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 Das stimmt aber damit Amar irgendwo was nicht, aber das könnte ja, weil da hätte ich da vorne hin müssen. Genau, weil du nämlich der Klügste bist. Diesmal bin ich ja, aber woran soll man das denn festmachen? Ron und ich sehen schon aus wie Toastbrot. Ja. Muss man ehrlich sagen. Guck uns mal an. Ja, Digga. So ein Abi-Zeugnis. Wer hat so den besten Schnitt, ne? Oh, ja. Ich finde es echt eigentlich legitim, wenn wir tatsächlich uns auf die Intelligenz einigen, oder? Ja. Ron, was sagst du denn gerade? Ach so, ist mir eigentlich voll egal, ja. Oh, wir sitzen im selben Boden. Wir locken Intelligenz. Ja.
Falsch. Oh, warte, der braucht mir einen Tipp. Es geht um eine Charaktereigenschaft und nicht um eine Äußerlichkeit. Oh mein Gott, wer ist der Loyalste? Wer ist der Loyalste? Ja. Loyal, ja. Loyal oder liebevoll? Ah, genau, in der Beziehung. Oder? Ja. Ja. Wo denn sonst? Ach so. Ihr vier habt so biesle diese Fuckboy-Vibes, miesige. Du brauchst gar nicht so zu machen, du musst eigentlich ganz hinten stehen. Schubladen decken oder was? Wer ist der treueste Einloggen? Also es ging um Vertrauen. Wem würden wir Geld anvertrauen oder so? Alter. Hä, wieso würdet ihr mir Geld anvertrauen? Achso, wer ist der Vertrauenswürdigste? Ja. Genau, richtig. Aber es ist ein Kompliment. Es ist volles Kompliment. Ja, das ist extrem Kompliment. Ich nicht, warum. Das ist voll aggressiv. Er fühlt sich angegriffen. Warum was soll das? Warum ey, Nummer 1 auf die 7. Ja. Ja. Warum Ron auf 7? Leute, warum ist 7 auf der 7? Sagt es ruhig. Ausstrahlung. Mit wem kann man am besten feiern gehen? Okay. Das wollte ich auch gerade sagen. Genau, du hast meine Gedanken gelesen. Der bringt dich auch safe nach Hause und so. Yeah. Also auch safe. Ich glaube, der lässt es stehen, weil dann eine bessere Entscheidung. Aber was machen aber mit der 1? Marken sie auch. Okay. Alright. Also die Nummer 7 ganz klar auf die 1. Wie klar auf die 1? Wer ist 110%. 110%. Wer ist am spielsüchtigsten? Die Nummer 6 auf die 7. Oh shit. Macht keinen Sinn. Die ehemalige 1 auf die 6. Du kannst gleich dort bleiben. 3 und 4 müssen tauschen. Ich war noch nicht einmal neben Ron, oder? Nico bleibt die ganze Zeit. Ich bleib auf der 5. Ey, warum ist Ron ganz klar auf der 1 und ich bleib auf der 2 so? Spielschulden, Spielschulden. Oh, wo hab ich Spielschulden? Hast du. Marc auf der 7. Tim auf der 6. Drogenkonsum vielleicht, ne? Ja. Aber wo ist die ganz krasse Spanne zwischen Ron ganz klar auf der 1 und du ganz klar auf der 6? Alter. Warte mal, wenn dann ganz klar auf die 7 kommt, war es schon eine Beleidigung fast. Findest du, dass du jünger aussiehst als ich? Nee. Aber du hast halt einen Vollbart, ne? Ich würde ja Lazo auch viel weiter vorne ranken. Wir loggen einmal Alter ein. Falsch. Oh. Wir brauchen es ist einen irgendwas ganz Spezielles. Es ist, wer riecht am besten? Digga, warum sollte Marc stinken? Ja, ich hab's nicht gesagt. Ron, ganz klar. Das ist doch alles gut. Es gibt ein paar Sachen, die kann man auch nicht mehr sprechen. Ich hab's auch nicht gesagt, dass du stinkst. Was unterscheidet mich ganz klar von Marc? Okay, warte mal. Vielleicht Partys. Nee, das macht keine Partys. Tipp. Ron? Ja? Du warst close. Ich war close. Party? Digga, und ihr sagt direkt alle nein, ich war close. Dann müssen es Drogen sein. Coco Beach. Dann bin ich der Abhängige anscheinend. Wieso nicht, wer am meisten feiern geht? Ja, das, wer geht am meisten feiern? Das würde schon passen. Wer geht am meisten feiern? Wer geht am meisten feiern? Also es ist falsch, es war zwar die richtige Richtung, aber es ging darum, mit wem wir am liebsten feiern gehen würden. Oder am ehesten. Oh, shit! Ja! Er ist der Witzigste bei den Partys, aber. Marc, Bruder, jetzt. Komm her. Ihr habt mich doch nicht hierher gebotelt. Marc und Ron gehören auf 1 und 2. Ihr habt also, mich doch nicht gebotelt. Ich würde auch sehr gerne mit euch feiern gehen. Ja, schlecht ist das also, ich nehme euch eine Sache übel, dass ihr mich dann noch geswitcht habt von 3 auf 4. Das ist echt ein Schlag ins Gesicht für dich heute, Alter. Wer hat am meisten Riss? Okay. Leute, ich finde bis jetzt ihn am sympathischsten. Nummer 6. Ja, die Nummer 6. Ich weiß nicht, wieso. Also doch, weil nicht so von sich selber eingenommen. Ja. So lässig. Ron würde ich, glaube ich, so eher aber in die Mitte machen. Vier würde ich auch aber pass auf, ja? Ich finde, naja, wenn wir Riss mit Charisma übersetzen, finde ich die 5 safe mit weiter vorne. Ja. Safe auf die 2, würde ich sagen. 5, 6, 7 auf 1, 2, 3 und 4 wird stehen. Wir setzen einmal die 5 auf die 1. Die 6 auf die 2 und die 7 auf die 3. Die 4 bleibt stehen. Die Nummer 1 auf die 5, 2 auf die 6. 5 und 4 tauschen. Okay, ey, also ich bin auf der 1, Sebastian auf der 7. Ich check hier nicht, warum Sebastian auf der 7 ist halt, ne? Ja, es muss was wegen der Optik sein. Okay, ey, wir müssen noch mal was tauschen. 2 und 6. Was? 2 und 6? Das ist ein heftiger Tausch. Jetzt ist perfekt. Das war jetzt gerade noch mal ein heftiger Switch. Ja, übel. Auf einmal bin ich zwischen den zwei Models. Ich glaube, es ist Zeit für einen Tipp. Also, wir haben einen Tipp für euch. Ihr könnt ja alle mal euren besten Anmachspruch nennen. Und dann können wir noch mal neu entscheiden. Okay, wer ist am charmantesten? Das hängt aber voll von der Frau ab. Wer ist am charmantesten? Also, wisst ihr, was der beste Anmachspruch ist? Einfach Flammen schicken als Reaction auf die Story. Tim auf die 7. Tim auf die 7. Ja, Gentlemen. Gentlemen, einloggen, komm. Warum ist jetzt Revi dann letzter? Bin ich nicht, bin kein Gentleman. Ja, das lass Gentleman einloggen. Also es ging um Riz. Um was? Riz. Was ist Riz? Charisma. Was ist Charisma? Da stehe ich echt schlecht dran. Der wird sich heute entscheiden. Du reißt am ehesten Frauen auf. Krass. Und danach komm ich und dann komm
kämpfen mag. Alles zu verfreut. Also Mädels, wenn ihr die Realität jetzt kennen würdet, das ist so krass. Ja, wollen wir einfach nur einmal für die Frauen, die wir hier haben, uns selber einordnen? Na, ja, na klar, ja. Gerne. Marc, du musst auf die Nummer 1, Digga. Ja, du musst nach vorne. Du musst wirklich auf die Nummer 1. Amar muss auf die 4, 100%. Nein, ich bleib hier. Ja, wobei, ich muss schon sagen, wenn ich Single bin, dann bin ich schon ein krasser Typ. Ja, ja. Also, das ist nur einmal die Realität. Ja. Ja. Ey, ich sehe Nico echt wirklich hier zwischen der 1 und 2. Alter. Ja, ja, aber Nico... Bro, soll ich mal aufzählen? Elena Kampieri. Gokovic! Hä, aber warum ist denn Tim G da hinten? Guck mal. Ey, ich Bruder. Sag euch, Tim war auch, als ja. Der Single war, Bro. Also, was der Typ gezogen hat, war geisteskrank. Also, Tim G ganz hinten sehe ich gar nicht. Das ist voll nett zueinander. Richtig niedlich, wie diese supporten. Ja. Ich bin glücklich auf der 7. Wer ist der Beste im Bett? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin oberflächlich gerade, ich weiß es hier nicht. Oh Leute, Mittelfeld. Nein! Sagen, ich hab ja schon oh mein so Gott, Boy. Nein! Deswegen mag ich es ein Fuckboy, ich würde mehr nach vorne tun. Das ist so oberflächlich. Ich blende mich jetzt mal in die Allgemeinheit der Mädels rein, wenn man nie angucken würde, mit wem die am ehesten was machen würden. Okay. Die sieben, ganz klar, ganz klar. Ich glaube, die 4 nach vorne auch. Leute, ganz klar, okay. Nummer 2 auf die 7, okay? Ja. Wer ist die Nummer 1? Nummer 4 vielleicht? Oder Nummer 7? Ich will mal rein raus. Okay, das ist, glaube ich, unterschiedlich. Das ist ein und 3 bleibt auf der 3? Ja. Ja, okay. Also, die 2 kommt auf die 7. Irgendwie habe ich damit gerechnet. Ron ist immer der Erste, der laufen muss irgendwie, keine Ahnung. 5 und 6 tauschen. Aha. Mhm. Die Nummer 7 auf die 2. Aha. Aha, wieder so eine Nummer. 4 und 1 tauschen. Und die 3 und die 4 tauschen noch. Digga, ich bin schon wieder auf der Nummer 1, Alter. Nein. Seid ihr euch sicher, Mädels? Ganz sicher. Oh, shit. Ihre Aussage ist du hattest den größten Riss und du bist am reichsten. Wen würde man vielleicht am ehesten heiraten? Du bist süß, ich hab euch gesagt, der ist nett. Aber bei ehesten heiraten sehe ich eher so einen Typ wie dich. Ich sehe dich eher ganz vorne bei Geschlechtskrankheiten. Wer ist am ehesten in einer Beziehung, maybe so, ein auf den? Ja, das ist niemals. Nee. Achtet mal darauf, es ist irgendwas, wo ich auf jeden Fall wieder extrem am schlechtesten bin, weil die haben mich als erstes platziert. Jetzt könnte es auch intelligent sein, aber da steht ein Marc hier voll falsch. Wir waren stark, vergesst nicht, ne? Ja, dann bin ich schwach und dumm. Dann hab ich verkackt im Leben. Aber dafür hast du einen geilen Style, Bro. Geht es in die richtige Richtung, wenn wir sagen, wen würdet ihr eher heiraten? Also, es gehört zum Heiraten dazu. Oh. Oh. Kinder kriegen. Also, Kinder. Ja. Wen würde man am liebsten Kinder kriegen? Ja, Lazzo. Es ist Kinder kriegen, Digga. Dann sind es Kinder. Ja, Familie gründen. Familie gründen. Beziehung. Wir denken zu weit. Wir denken zu weit. Vorheiraten. Warte, wir denken zu weit. Warte mal, zu weit. Vorheiraten ist Beziehung. Ja, Beziehung dann. Ja, Beziehung. Date. 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 Aber nein, das gehört doch nicht zum Heiraten dazu, aber Beziehung oder? Gehört zum Heiraten dazu. Du musst ja daten und eine Beziehung führen, um zu heiraten. Ein Date gehört nicht zum Heiraten dazu. Du heiratest instant. Ja, in Las Vegas ist alles möglich. Leider, was ist, wenn wir uns vielleicht so darauf einigen, mit wem würdet ihr am ehesten auf ein Date gehen? Das ist 7. Ja. Falsch. Oh, alter Shit. Ich hab's doch gesagt. Ja, dann sag ich doch Beziehung, hab ich doch gesagt. Ja, okay. Okay, mit wem würdet ihr am ehesten eine Beziehung eingehen? Falsch. Hä? Auch falsch. Ja, okay. Oh mein Gott, mit wem würdet ihr am ehesten ficken, man? Freunde, danke schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Oh mein Gott, wer wäre am ehesten der Trauzeuge? Was? Ah, nee. Okay. Leute, wir haben bei Hochzeit gesagt, es ist zu weit, ihr denkt zu weit. Und bei Date, also es ist zwischen Hochzeit und Date. Ich hab's gesagt, wer würde ja sagen? Verlobung, ich hab's doch gesagt. Nein! Auf Kamera. Nein, Ron, das ist Digga, du bist so dumm, was redest du? Das ist sehr okay. Was denn? Ah, mit wem würde man sich küssen? Oh. Einloggen. Küssen, super. Die Frage war, wer ist der beste Liebhaber? Liebhaber? Ja, küssen, sag ich doch. Guck ihn dir an, guck ihn dir an. Guck ihn euch an. Ist das krass. Warte ganz kurz, ich würde einmal kurz meine Modelposen durchgehen. Nico hat seinen zweiten Frühling gerade. Dieses Format hat ihn weit nach oben gebracht. Der reichste, der beste Liebhaber. Jetzt geht's los. Ja, Nico hat das Wort, das ist seine Folge. Ihr seht auf jeden Fall schon mal. Na, ich habe eine Frage. Warum ist Ron bei Liebhaber auf der 7? Würde mich auch mal interessieren. Es war eine Gruppenentscheidung. Wir nehmen das eh nicht persönlich. Es war super. Also, ich finde, ihr habt es richtig gut gemacht. Ja, no joke. Safe. Aber wegen dieser Style-Nummer nochmal.
Vor allem, ihr wisst nicht, ich schaff bei Marco und er hat sich wirklich Mühe gegeben für heute. Ich hab mir wirklich Mühe. Er hat aber extra die engste Hose raus, die hat. In diesem Sinne, meine allergeilsten, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video. Ich bedanke mich an der Stelle nochmal beim Modelwerk und natürlich an unsere vier attraktiven Damen, die bei dem Format hier mitgemacht haben. Die Mädels sind auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt also für alle, die noch ein Schuhprojekt vorbeischauen wollen, da hören schaut wir gerne auf einmal vorbei. Zu, in Digga. Diesem Sinne, haut rein, liebe Leute. Macht's gut. Ciao, ciao. Wir spielen heute Among Us in Real Life. Dazu haben wir ein riesiges Anwesen mit 10 verschiedenen Aufgaben, die von den Crewmates gelöst werden müssen. Wir spielen mit insgesamt 8 Crewmates und 2 Impostern. Nach jedem Kill muss der Imposter 30 Sekunden warten, bevor er wieder töten darf.